Hallo und willkommen zu unserer High Break-Even Analyse. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Stückkostenbetrachtung. Und wie immer habe ich eine Aufgabe für euch, die wir uns jetzt mal ansehen. Es sind folgende Werte gegeben. Die fixen Gesamtkosten liegen bei 12.000 Euro. Die variablen Stückkosten sind 14 Euro. Der Stückpreis, der Stückerlös 24 Euro. Und die Kapazitätsgrenze liegt bei 1.700 Stück. Wir sollen die Break-Even-Menge auf drei unterschiedliche Arten ermitteln, indem wir alle dafür erforderlichen Kurven in der Stückbetrachtung einzeichnen. Und zum Zweiten sollen wir den maximalen Gesamtgewinn bestimmen und einzeichnen. Wer möchte, stoppt jetzt hier das Video, löst die Aufgabe selbstständig und sieht sich dann die Lösung an. Ich würde sagen, jetzt stoppen und dann kommt gleich die Lösung. Erste Kurve, die wir benötigen, die stückfixen Kosten. Die gesamtfixen Kosten liegen bei 12.000 Euro. Die stückfixen Kosten ermitteln wir, indem wir rechnen gesamte Fixkosten durch jeweilige Menge. Jeweilige Menge, wenn wir zum Beispiel ein Stück produzieren, sind die fixen Kosten pro Stück 12.000 Euro. 12.000 durch 1. Produzieren wir aber schon 100 Stück, liegen die fixen Kosten pro Stück nur noch bei 120 Euro. Bei 1.000 Stück sind es nur noch 12 Euro. Und bei unserer maximalen Menge liegen wir bei 12.000 durch 1.700, also 7 Euro und 6 Cent. Die sogenannte Fixkostendegression können wir hier ablesen. Die Kosten nehmen ab, die Fixkosten pro Stück, mit der Menge, die steigt. Und wie sieht das grafisch aus? An der Y-Achse haben wir unsere Kosten, unsere Gewinne und unsere Erlöse. An der X-Achse die Mengen mit unserer maximalen Menge von 1.700. Und die Fixkostenkurve spiegelt diese Degression der fixen Kosten pro Stück wider, indem die Kurve einfach fällt. Dann haben wir noch eine zweite Kurve, nämlich die variablen Stückkosten. Die ist sehr einfach zu ermitteln. Variable Stückkosten sind gegeben, nämlich 14 Euro pro Stück. Das heißt, die bleiben konstant. Nicht wie die variablen Gesamtkosten, die steigen natürlich mit der Menge, weil die variablen Gesamtkosten sich zusammensetzen aus variablen Stückkosten mal Menge. Also bei 2 Stück, 2 mal 14 macht 28. Aber wie gesagt, hier betrachten wir die Stückkosten. Also eine Parallele zur X-Achse bei 14 Euro und fertig. Wenn wir beide Kostenkurven jetzt addieren, kommen wir zu den gesamten Stückkosten. Fixe Stückkosten plus variable Stückkosten. Wir müssen dazu nur die fixe Stückkostenkurve um die Höhe der variablen Kosten nach oben verschieben. Und dann sieht das Ganze so aus. Die gelbe Kurve, das sind unsere gesamten Stückkosten und wir haben jetzt allerdings noch nicht die Break-Even-Menge. Dafür benötigen wir noch eine weitere Kurve, nämlich den Stückerlös. Der Stückerlös war gegeben mit 24 Euro. Auch hier beträgt dieser Stückerlös immer 24 Euro. Er ist konstant. Wenn wir ein Stück verkaufen, beträgt der Erlös pro Stück 24 Euro. Wenn wir 2 Stück verkaufen, haben wir einen Gesamterlös von 48 Euro, aber pro Stück sind es immer noch 24 Euro. Also auch hier eine Parallele zur X-Achse bei 24 Euro. Und jetzt, wenn wir wissen, das gilt, in der Break-Even-Menge ist der Erlös gleich den Kosten, können wir hier eine Linie ziehen auf die X-Achse bei 1200. Das ist der Schnittpunkt zwischen Erlös- und Kostenkurve. Und damit liegt unsere Break-Even-Menge bei 1200. Stimmt das? Wir prüfen das jetzt kurz nach. Es gibt eine Formel, die lautet, die Break-Even-Menge errechnet sich aus gesamte Fixkosten dividiert durch Erlöse pro Stück minus variable Kosten pro Stück, nennt sich auch Deckungsbeitrag pro Stück. 12.000 Euro durch 24 minus 14 macht 10, also bei 1.200 liegt die Break-Even-Menge rein rechnerisch, also ist alles richtig. Die Zeichnung stimmt. Jetzt kommen wir nochmal kurz zum Deckungsbeitrag, den zeichnen wir als nächstes ein. Und der Deckungsbeitrag, habe ich gerade gesagt,
Stückerlös minus variable Stückkosten, 24 minus 14 macht 10 Euro. Und auch der bleibt immer gleich. Dann haben wir eine Parallele, eine weitere Parallele zur x-Achse bei 10 Euro. Und wenn man jetzt hier genau hinsieht, dann sieht man einen Schnittpunkt, nämlich beim Break-Even, bei der Break-Even-Menge gilt fixe Stückkosten gleich Deckungsbeitragskurve. Und auch das sehen wir hier bei 1200. Zweimal haben wir die Break-Even-Menge jetzt schon bestimmt. Jetzt kommt das dritte Mal. Dafür benötigen wir die Gewinnkurve, den Stückgewinn. Wie ermitteln wir den Stückgewinn? Erlöse minus Kosten. Die Erlöse sind konstant bei 24 Euro. Die Kosten ändern sich. Je mehr wir produzieren, desto geringer sind die Kosten pro Stück. Wir sehen uns nochmal an. Bei 100 Stück sind die Kosten variable Stückkosten plus fixe Stückkosten 134 Euro. Dann Erlöse minus Kosten macht einen Gewinn von minus 110 Euro. Wenn wir jetzt mal 1000 Stück nehmen, haben wir 14 Euro plus 12 Euro, also in Summe 26 Euro an Kosten, einen Verlust von 2 Euro. Wenn wir jetzt bei 1500 Euro produzieren, dann haben wir 14 Euro variable Stückkosten plus 8 Euro fixe Stückkosten, in Summe 22 Euro. Wir machen also jetzt einen Gewinn von 2 Euro, haben die Break-Even-Menge also schon überschritten. Und wir zeichnen das Ganze jetzt. Die lila Kurve, das ist unsere Gewinnkurve. Ich zeichne jetzt nochmal den Schnittpunkt mit, also die Break-Even-Menge ein, die haben wir schon bestimmt bei 1200. Und wir sehen, bei der lila Kurve haben wir hier einen Schnittpunkt, nämlich bei 1200 gilt Gewinn gleich 0. Und die Gewinnkurve schneidet bei der Menge 1200 also die x-Achse bzw. die Nulllinie. Und damit haben wir zum dritten Mal die Break-Even-Menge bestimmt. Das war das dritte Mal. Das zweite Mal war hier Deckungsbeitrag gleich Fixkostenkurve. Und das erste Mal hatten wir sie bestimmt, Gesamterlöse gleich Gesamtkosten. Damit ist dieser Teil der Aufgabe beendet. Wir wollen jetzt den maximalen Gesamtgewinn ermitteln und einzeichnen. Ich habe hier diese Gewinnkurve noch einmal vergrößert dargestellt. Man sieht die Nulllinie bzw. x-Achse. Und der maximale Stückgewinn, wo wird der erzielt? Sprich, wo ist denn die Gewinnkurve am höchsten? Das sieht man relativ gut hier bei der maximalen Produktionsmenge von 1700 Stück. Da ist die Frage, wie hoch ist denn jetzt dieser maximale Stückgewinn? Den können wir einfach errechnen, indem wir die Kosten bei der Menge 1700 Stück erstmal errechnen. Das sind die 14 Euro. Variable Stückkosten plus die fixen Stückkosten, 12.000 Euro durch 1.700 Stück. Wir kommen in Summe auf 21,06 Euro. Das sind unsere Gesamtkosten bei der Menge 1.700 Stück. Und unser Gesamterlös, der ist 24 Euro. Also der Gewinn errechnet sich aus 24 Euro minus 21,06 Euro, also 2,94 Euro. Den Stückgewinn, den zeichne ich jetzt ein. Das ist der maximale Stückgewinn. Also das heißt, wenn ich 1700 Stück produziere, dann habe ich bei 1700 einen Gewinn von 2,94 Euro. Aber ich produziere ja nicht einmal diese Stück, sondern 1700 Mal. Das heißt, wie hoch ist denn jetzt der Gesamtgewinn bei 1700? Also 2,94 Euro, das ist der Stückgewinn, mal 1700 Stück. Und das macht in Summe 4.998 Euro. Wie können wir das jetzt einzeichnen? Wir könnten jetzt 1700 mal diese orange Linie ziehen und dann würde das so aussehen. Wir haben eine Fläche, die eben den Stückgewinn und die gesamte Menge hier abbildet. Also diese orange Fläche, das ist unser Gesamtgewinn, unser maximaler Gesamtgewinn bei der Menge 1700. Ja,
Damit haben wir alles gelöst. Ich hoffe, es ist alles soweit klar geworden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Erfolg bei der Kostenrechnung.